Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Ehrengrab mit dem lieben Florian. Ein wunderschönen. So, wir sind back in Ballen sammeln und Schwarz sammeln. Nee. Wir arbeiten heute natürlich wieder auf unsere Wiesen weiter. Ja, okay, aber man kann. Ich auf Lohnwiese. Hm? Ich auf einer Lohnwiese. Ja, okay, stimmt. Aber du bist ja auch nicht mehr zu lang allzu lang tätig, oder? Steier hat ja schon zu ziehen, muss man schon sagen. Aber steigt natürlich auch ein bisschen an hier hoch, ne? Prozent. Oh. Ich glaube, da kriegen wir gut was raus am Ballen. So, ich bin noch nicht voll. Ich habe noch ein bisschen was Platz bei mir hinten drin. Na, der Berg runter kann man richtig schön rollen lassen. Da ist er ganz leise. Ich weiß tatsächlich gar nicht, das habe ich in der letzten Folge gar nicht mehr angesprochen. Was wollen wir eigentlich mit dem Geld dann machen? Was? Oh, mit dem Geld, oder? Ja, mit dem Geld. Keine Ahnung. Jetzt knapp 72.000 und noch ein bisschen Heu, noch ein bisschen dies, noch ein bisschen das. Wiesen kaufen. Ja. Oder das Kopfkissen drücken lassen, was? Der Mais geht halt auch schon schön. So, ich nutze jetzt auch mal den Weg, was du hier gefunden hast. Oder was du gesagt hast, dass der so viel besser ist. Der ist so viel kürzer, das ist krank. Du bist auch unterwegs. Ich weiß halt nicht, wie schnell. Ah, da hinten sehe ich deinen Steiger. Ein Ballenwagen. Ich stehe besser Kebabere dann. Ich würde mal sagen, geschätzt 40. Nee. Ja, aber, stimmt. 80. Der ist für einen Fast Truck gebaut, ne? Der hat 80 gerofft da. Also der Reifen drauf, die wo man mit 80 auffahren darf. Autohänger drauf, was? Autohänger recht und breit, was? Ja, ich glaube, da würde ein bisschen im Acker einsinken oder auf der Wiese. So, wir sind auf Straße, das heißt, rundum läuft er an. Okay, ist keiner, wunderbar. So. Ah, da gehen sogar noch Spuren rein. Da sind inzwischen schon verschwunden, aber nö. Sind sogar noch vorhanden. So, ich kurz mein Handy. Sorry, Leute, falls ihr was gehört habt. Aber normalerweise filtert das OBS raus. Oder wenn dann nur ganz leise. Warte mal, wie viel ist. Das Ding ist halt. Wollen wir eher in Kühe oder eher in Schäfchen gehen? Kühe ist halt das Ding, wenn wir jetzt Kühe kaufen wollen, dann brauchen wir halt auch eine Futtermischung und so weiter. Ich würde eher BGA und Schafe bleiben. Okay, wir haben wie viel? Wir haben jetzt momentan 22 Schafe. Ja, da könnten wir ja schon noch ein paar reinballern, ne? So wäre es nicht. Vor allem, wir können ja auch noch einen kaufen, einen. Hm? Stall meinst? Ja. Wenn wir Platz haben? Ja, wobei. Müssen wir ein bisschen was von unserer Wiese aber in der Ecke da opfern. Um sie mich halt einmal. Ja, Mai, was? Bisschen dran setzen. Ich glaube, ich hätte viel verloren da unten, wenn wir die hier aufbauen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel gehen da rein in den Schaft. Da gehen da 50 rein. Ja, aber ich glaube, dann ist er voll. Dann ist er dran voll. So viel würde ich nie im Leben reintun. Nee, also. Wäre nicht so. Also, als Schaf würde ich es nicht so bevorzugen. Wenn reichen, dann könnte sie sich noch vermehren und alles, das reicht. So. Aber ja, genau, das ist tatsächlich wichtig, weil wir müssen, oder? Ja, wir müssen uns ein bisschen Geld parat halten. Weil, was wir dann halt für einen Häcksler brauchen, wenn wir hier das, wenn wir den Mais hier runterruppen. Ja, deswegen ja auch noch. Aber wie teuer waren
Ein Hexer. Aber ich würde dann keinen teuren nehmen, sondern bloß den Rostelmesh mit einem kleinen Schneidwerk, weil. Ja, wir oder. Haben keine großen Hänger. Oder ob wir uns da einen schönen Mod raussuchen als Häcksler. Aber ich muss sagen, jetzt die Häcksel im Standard-LS sind jetzt nicht gerade so. Ich wollte eher mit 80 runter, ne? Hm? Uhu! Sportlich! Oh! Sportliche Kurve! Schafft das? Ja, schafft er. Ja, alles gut, ich bin wieder auf der Straße. Nee, ich hab gerade vom Steuer geredet. Also ich habe halt keinen Bock, um zu bremsen. Achso, oh, okay. Ich hab jetzt einfach mal rollen lassen. Mit 80 den Berg runter. Ah, gut, bin ne? Dann voll in die Kurve rein. Schwierig. Kann man mal, muss man aber nicht. So. Oh nein, das ist Stein. Oh. Ging noch. Reifen hat's ausgehalten. Ich bin ja nicht voll drauf gefahren, also nur so leicht. Und wenn, dann ist ein bisschen drüber gesprungen, also. Da ist noch alles im grünen Bereich. Ne, ah ja, tut auch noch nichts, dann passt's. Fällt man am Gang hoch. Jetzt würde mir zwar jetzt da vorne wahrscheinlich wieder so verhängnis werden, weil ich da vorher beim Ende der letzten Folge schon fast ein bisschen abgekackt bin. Aber wir haben ein bisschen mehr Schwung vielleicht. Wir schalten runter. Ja, jetzt packt das tatsächlich momentan gerade besser. Wir hatten halt auch mal ein paar km/h mehr Schwung. Ja, aber bei hier. Ja, geht. Muss sich zwar ein bisschen quälen, aber geht. So. Oh, die Schleifstunde auch für 24 abgeschlossen. Das heißt, wir holen auch die restlichen Ballen drunter und dann haben wir die auch abgeschlossen. Wunderbar. Das waren jetzt drei Wägen, ne? Und wie viel sind dann oben? Ein Ball ungefähr? Geschützt. Einer ist mindestens noch oben. Obwohl, ja. Einer könnte ja gerade noch so hinkommen, ein voller. Ja, das haben wir dann in BGA dann und let's go. Ich will den JTB, den Wald nicht. Ich will den Wald nicht hergeben, ne? Ja, wir müssen einfach die, können einfach die Mission nicht abschließen, da kannst du weiterhin nutzen. Mal ganz ehrlich, der Donner mit 70 hier ohne Probleme lang. Ich sehe schon, Philipp will kein Steuer mehr, der will jetzt Wald drauf. Ne, wenn dann JTB, weil die Löffel von alleine 70. Ja. Oder einen schönen Unimog. Nee, bin ich nicht so fett von. Na da. Nee, die sind nicht meins. Die neuen oder die alten? Die neuen. Also finde ich JCB schöner. Vor allem JCB ist ja auch. Schaut ein bisschen aus wie ein B-Truck. Ja. Umlackiert den Beat. Kommunalen Beitrag, sagen wir so. Ja. Allrad regelt nicht. Jetzt aber. Okay, wir schalten mal kurz ab. Jetzt aber. So. Die Vögel fliegen hier auch wieder rum wie die Wilden. Freuen sich schon auf die Würmchen, die wir jetzt dann gleich aus dem Boden rausbiegen können. Wenn ich hier die Schwaden weghole. Da nehmen wir dann ein Schlückchen, Blösterchen. Seine Beschleunigung hat er. Wie kriegen wir die Ballen dann eigentlich in BGA rein? Wir haben doch einen Ballenspieß. Ja, aber wenn wir die noch mit Weidemann da reinhiefen, oder kann man die einfach davor abladen und die werden angenommen? Kann man davor abladen und die werden angenommen. Okay. Boah. Ich hab grad... Wo sind die ganzen Ballen? Na gut, ich hab jetzt 6, 8, 9 Ballen. Ja, okay. Es ist was, muss man sagen. Es ist. Ich habe heute zum Mittag, also ich habe jetzt gerade Rübsalat, ne, leise.
Und ja, ich habe heute zum Mittag einen Fisch gegessen. Bei dir riecht's nach Fisch. Oh, das ist so unangenehm. Ich habe halt auch Red Bull gerade getrunken, noch ein bisschen was anderes natürlich. Oh, das vermischt jetzt. Mm. Also, angenehm, sagst du? Ja, definitiv angenehm. Ich muss da noch was drauf trinken, ne? Das kannst du doch nicht lassen. Oh, das schmeckt wieder besser. Ihr vielleicht fast nicht auf die Straße aufgedonnert mit der 70 km/h. Ich bin mit 70 Richtung Straße. Ach so, ja gut. Ich bin fast nicht aufgekommen. Wärst du fast vorbeigeschossen? Nee. Aber ich bin nicht aufgekommen. Hä? Wie nicht aufgekommen? Ja. Achso, war es so eine Kuppe oder was? Zu schwer. Wenn wir das vorne Reifen voll auf der Straße gewesen, Eiram drin gehabt. Achso, so nicht raufkommen, Mensch. Achso. Okay. Ja, gut, ne? Müssen wir die Mission abschließen? Also, spätestens, also wir können sie entweder jetzt abschließen, oder sie wird dann irgendwann später automatisch abgeschlossen und wir müssen irgendwie Minus zahlen. Oder wobei, wir haben die eigentlich schon abgeschlossen, ne? Ja. Hoppala, eieiei. Ich kipp meinen guten Waltra, ja. Ballenpressen, abschließen. 88.000, Alter, so viel hatten wir schon. Und was so sagen muss, selber verdient schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich, ja, wir knacken die 90 easy. Warte, genau, jetzt wollte ich nämlich nachgucken, wie viel gehen da rein in den Stall. An Schäfchen, das müsste nochmal irgendwo hier sein. Da. 50 Stück! Hab ich doch gewusst. Da gehen 120 dran, okay. Und wie viel haben wir drin? 22. Oh, oh. Ich bin der Meinung, wir haben mal 20 rein, also wir haben sich schon vermehrt. Ja, zwei Stück haben sie auf jeden Fall schon vermehrt. 90.000. Oh, du herrlich, herrlich. Allzu lange werden sie zwar nicht da sein, aber momentan sie sind da. Jawohl. Aber also an dem Heu, was da noch liegt, knacken easy die 100. Easy. Safe. Weil wenn man jetzt ausgeht pro Hänger knapp 2000, ja, was heißt knapp, sind über 2000 Euro. Da geht schon was. Und ich weiß, also oben liegt auf jeden Fall noch gut was an rum. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch drüben liegt. Komischerweise sehe ich irgendwie nur einen Steier und einen Ladewagen nicht. Ja. Ah, jetzt sind Ladewagen. Ja, nee, aber ich, von der Ferne hat der Steier gerendert, aber der Ladewagen nicht. Frag mich nicht warum. Ja gut. Also, dachte mir schon so, fährt der jetzt da ohne Ladewagen rum oder? Nimmst du die Bahn hier entlang gleich? Bestimmt. Ich bin hier oben noch an der Wiese tätig. So, alle da drin. Wäre vielleicht ein Fehler gewesen, runterzuschalten. Ich hätte vielleicht einmal mit Vollspeed da hochschalten. Hoch könnt. Komm schon. Sperren noch drin und dann geht ab. Geht's halt. Da wird hier nicht rumgescharrt. Hochgezogen wird hier. So, nehmen wir jetzt hier nochmal die Längsbahn, weil schon zum Hochschalten ist es relativ angenehmer. Also hier jetzt am Berg schalten zu müssen. So, Gruppe hoch. Nochmal eine Gruppe. Jetzt setzen wir wieder auf. Dem maximal Speed. Ja, fast. Du kannst 20 fahren beim Laden, oder? Mhm. Ich fahr 15. Okay. Welchen Gang hast du drin? Ich kann umschalten, wie ich will. Der fährt bloß 15. Okay, aber ich glaube, der läuft doch glaube ich auch noch maximal 20, oder? Beim Sammeln. Nee, 15 steht drin. Ja, 15 meine ich. Bin voll.
Ja, abschalten hilft einfach. Man schafft immer noch besser. Stein. Ja, gut. Aber ja, klar, wenn 15 da steht, dann geht er halt auch nicht schneller. Also ich meine noch zu wissen, dass 15 dran stand, weil es halt immer noch ein älterer Ladewagen ist. Ja. Aber man kann viel mitnehmen mit dem. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall besser als hier beim Pöttinger. Weil 80, knapp 70.000. Ja gut, aber du musst halt auch sagen, wie, du musst halt auch wissen, wie alt der ist und wie neu alt der Pöttinger. Ja. Okay, der Steuer schaffst du dann nicht hier hoch. Du musst mal den Ladewagen ausschalten wieder ein. Ja, ich habe jetzt gerade eine Gruppe runtergeschalten. So, jetzt sind wir wieder oben, dann können wir wieder eine Gruppe hochschalten und nicht gleich noch einen Gang, das wäre optimal. So. So, nehme ich. Ja, ging. Kurz gedacht, ich nehme nicht alles mit, aber doch. Ging sogar alles mit. Sie denkt, wenn man hier doppelt dünkt, was da an Zeug runterkommt. Also, das glaubst du schon nicht. Ja. Das ist echt krass. Ja, waren wir bei den letzten Mal auch so lang bei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja, deiner bringt 2300, meiner hat noch 2000 Liter mehr Platz. Er ist 2800 gleich, bringt meiner also knapp 3000, kann man sagen. Und bin jetzt schon gleich wieder voll, ich habe jetzt nur 90% drin. Also es geht schon. Schon wieder beim Rückweg. Also die 100 schaffen wir auf jeden Fall. Also wie kann ich schon mal Spekulation sagen. Wie ist der Weg da hinten, vorne, also den neuen Weg, was ich da gefunden habe? Er geht auf jeden Fall, ja, ich habe ja keinen so richtigen Vergleich, aber er geht auf jeden Fall schneller, glaube ich zumindest, also einfach vom Gefühl her. Ja, weil er einfach, du kommst halt direkt dahin, wo du hin willst, oder hin musst. Ja. Und vorher musst du halt nochmal komplett auf der Hauptstraße und dann wieder rechts und wieder links und wieder rechts und nochmal ein Feld und dann ab. Wieso macht man sich so schwer, wenn man es so einfach hat? So, Isa, da sehen wir auch mal. Moinsen. Oh, da kommt eine Kurve. Aber du machst das jetzt da oben und ich mache hier unten fertig, oder wie? Ja. Weil da oben brauche ich nicht wirklich viel fahren, weil der Ladewagen wird so scheiße schwer. Ich weiß aber nicht weshalb. Ja, vielleicht müssen wir einfach das Update machen, vielleicht ist es dann besser. Hoffentlich. Ich hatte jetzt auch noch nicht so oft den Einsatz. Und wenn, dann war das auch teilweise nur zusammen mit Rea und der macht er dann nochmal um 100 alles mal 100 mal schwerer gefühlt. Was teilweise einfach unrealistisch ist, aber gut. Rea soll es realistisch machen, macht's aber eher un. Macht ja, weil genau es ist einfach zu. Es greift teilweise einfach zu stark ein. Es ist so. Weil zum Beispiel du hast einen 200 PS Traktor und kannst keine Presse, die 170 braucht, gescheit ziehen. Das ist halt teilweise nicht so ganz das Wahre, ne? Aber gut, ist natürlich auch immer die Ansicht von dem, der es natürlich erstellt hat. Naja, ob das wirklich so eine gute Ansicht ist von dem, weiß ich nicht. Sehr realistische. Die Leute, die wo halt keinen richtigen oder ja, die meisten sind natürlich in echt und kennen sich dann natürlich schon ein bisschen aus, weil es spielt eigentlich keine LS, der wo sich nicht ein bisschen auskennt in dem Sinne. Aber wenn es jetzt einfach ist, der wo sich jetzt nicht so auskennt, sagst du, ja, das ist wahrscheinlich in echt so und das passt dann. Ja. 95.000, let's go. Ich weiß aber nicht, ich weiß nicht warum.
Hm. Aber wenn wir Geld verdient haben, wird es bei mir oben alles grün. Und das Kreuz wird bei mir auch grün. Ja, das ist bei mir auch so. Das ist wegen Dingens. Simple IC. Simple IC oder. Ja, doch, müsste Simple IC sein. Das ist gleich, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Minus machen, dann wird das Symbol zum Beispiel orange. Aber das bleibt bei mir so lange, bis ich kurz raus, außen als ich gehe und dann wieder innen. Okay, bei mir ist tatsächlich so, wenn dann oben dieses, wenn der zum Beispiel was Plus gemacht haben und das Plus ist dann wieder weg, also dass halt oben das Zeichen, dass man Geld gekriegt hat, weg ist, dann ist wieder auch wieder weiß. Okay. Das ist halt irgendwie so ein. Oh Gott, ich fahre hier rein. Hab nichts kaputt gefahren. Das ist halt irgendwie so ein Anzeigefehler. Da wurden hier nichts gesehen. Na egal. Ich dachte, wir wären in der Folge easy fertig, aber wir haben jetzt so 6 Minuten knapp, aber schaffen wir anscheinend wieder nicht. Das hätte ich dabei jetzt... bin ich auch Vollgas dabei, ne? Ja, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Oh, komm hoch her. Jawohl, los. Das ist mein Steuer. Es geht auch einiges was drunter. Mhm. Ja, vielleicht nicht ganz so schlau hier hoch, aber geht. Ja. Alter, haut der Steuer schon eine schwarze Wolke raus. Das muss man schon sagen. Komm. Schau, Schiss. Nee. Schade. Ich dachte, er könnte es vielleicht schaffen, aber... So, jetzt hat er mal eine Gruppe runterschalten müssen und packt das wieder. Wenn du das Gänge schalten oder so weiter, fügt VCA im Sprich auch ein Teil Realismus ein. Ja, das schon. Das ist also, wäre jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, der Rea ist mir zu krass. Außer man tut jetzt mit dem stufenlosen Traktor schalten. Ja. Flo, F-Dorf und Steier. Was? Ja, aber warte, guck mal jetzt, ob der, dein Kreuz ist ja jetzt rot, blau. Mein Kreuz grün, ist jetzt weit. Okay. Hä? Egal. Frag mich nicht. Keine Fragen. Ich nehme jetzt auch die Bananenwanne gleich mit. Weil dann muss ich mich noch, nicht nochmal am Berg hochkämpfen. Hä? Oh lol. Und vielleicht ein bisschen auf die. Warte mal, den hier. Auf die Leertaste gekommen und dann schalte da. Auf den Rückwärtsgang reden. So, ich schalte jetzt mit den Gängen, dann kann ich hier schön herunterschalten. Mal Alba noch rein. Er wird zwar nicht viel bringen. Oh Gott. Ja. Schwierig, ne? Und eigentlich. Den hier mal. So. Naja, er kämpft sich hoch, ne? Wie viele Bahnen hast du unten noch? 11. Bin gerade am Zählen gewesen sogar, wo du gefragt hast. Noch so viel? Hören wollen. Ja, okay, stimmt.
Also werden jetzt eher in die Breite geschwadet. Ich habe jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6 große und unten sind glaube ich noch ein paar kleine. Okay. Also es geht wahrscheinlich auch auf 11 oder sowas raus. Oder ein bisschen ja, mehr. Ja, von der Zeit her meine ich. Also von der Zeit her meinst du. Hm? Von der Zeit her meinst du, kommt ja. Auf 11 raus. Oh, wir sind voll. Aber wir sind dann für die heutige bei euch auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Oh, wow. Ah, ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den runden Knopf drauf, falls ihr nicht gefallen. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst habt. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Immer das neue Zeit PDC zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.